Wir können es also doch noch. Deutschland wird beim Eurovision Song Contest nicht letzter und auch nicht vorletzter, sondern Isaak holte uns Platz 12. Immerhin. Gewonnen hat die Schweiz. Doch nicht alles glänzte. Überschattet wurde der ESC von Buhrufen und Protesten, die sich gegen die israelische Sängerin Eden Golan richteten. Vom deutschen Publikum bekam die Sängerin aber die höchste Wertung, und zwar ganze 12 Punkte. 256. Nemo aus der Schweiz kann es kaum glauben. Das Lied The Code gewinnt den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Überzeugt Jury und Publikum. Die Schweiz kommt am Ende auf insgesamt 591 Punkte. The winner of the Eurovision Song Contest 2024, Switzerland. Ein Teil davon zu sein, war etwas Besonderes. Und zu wissen, dass ein Song, der mein Leben verändert hat, und ein Song, in dem ich einfach über meine Geschichte spreche, so viele Menschen berührt und vielleicht auch andere Menschen dazu inspiriert hat, ihrer Geschichte treu zu bleiben, ist das Verrückteste, was mir je passiert ist. Und auch Deutschland hat allen Grund zu jubeln. Nicht mehr ESC Letzter. Mit seinem Song Always on the Run landet der ehemalige Straßensänger Isaak auf Platz 12, das beste Ergebnis seit 2018. United by Music war das Motto des diesjährigen Eurovision Song Contest. Doch überschattet wurde der Musikwettbewerb vor allem von israelfeindlichen Protesten. Während des Auftritts der israelischen Sängerin Eden Golan gibt es immer wieder Buhrufe in der Halle. In der Übertragung ist davon kaum was zu hören. Deutschland setzt ein klares Zeichen, vergibt 12 Punkte an Israel. Am Ende landet Israel auf dem 5. Platz. Auch vor der Halle lauter Protest mit hasserfüllten Parolen gegen Israels Teilnahme am Wettbewerb. Unter den Protestierenden Klimaaktivistin Greta Thunberg, die später am Abend von der Polizei abgeführt wird. Nicht der einzige Aufreger. Wenige Stunden vor Beginn des Finales wurde der niederländische Teilnehmer disqualifiziert. Er soll gegenüber einer Kamerafrau eine aggressive Geste gezeigt haben. Die Polizei ermittelt. Und so geht der Eurovision Song Contest zu Ende. Im kommenden Jahr wird die größte Musikshow der Welt dann in der Schweiz ausgetragen. Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich für schnelle Schritte zur Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Der Bild am Sonntag sagte er, Ziel müsse es sein, nicht nur 2, sondern 3% vom Bruttoinlandsprodukt für die Truppe bereitzustellen. Daher brauche es jetzt einen Masterplan für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Auch der Chef des Bundesverbandes Wüstner forderte so schnell wie möglich, die Musterung junger Menschen wieder einzuführen. Nur so sei es möglich, genügend Nachwuchs für die Bundeswehr zu rekrutieren. Verteidigungsminister Boris Pistorius will spätestens in 3 Wochen einen Vorschlag zur Zukunft der Wehrpflicht in Deutschland vorlegen. Die israelische Armee setzt nach eigenen Angaben ihre taktischen Vorstöße in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fort. Gestern hatte die israelische Armee die Bevölkerung aufgerufen, weitere Gebiete im Osten und erstmals auch im Zentrum der Stadt zu verlassen. Die Warnungen vor einer Großoffensive in Rafah reißen nicht ab. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete eine Ausweitung des israelischen Einsatzes als unverantwortlich. Der sich im Wahlkampf befindende US-Präsident Joe Biden bekräftigte unterdessen mit Blick auf die ins Stocken geratenen Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln die Verantwortung der Hamas-Terroristen. Russische Truppen rücken in der Region Kharkiv vor. Das ukrainische Militär berichtet von massiven Artillerie-, Mörser- und Luftangriffen auf verschiedene Dörfer im Grenzgebiet. Mehr als 30 Städte und Dörfer wurden angegriffen, mindestens 3 Menschen dabei getötet. Die ukrainischen Streitkräfte reagierten offenbar verstärkt mit Luftangriffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden in der Nacht Angriffsdrohnen und ballistische Raketen der Ukraine über russischem Gebiet abgefangen.
Wowchansk im Nordosten der Ukraine, nahe der Grenze zu Russland. Immer wieder greifen die russischen Truppen die Stadt mit Artillerie und Raketen an. Es gibt mindestens 2 Tote. Über 900 Menschen haben die Stadt schon verlassen. Polizei und freiwillige Helfer versuchen, weitere Bewohner in Sicherheit zu bringen. Ich glaube, sie zerstören die Stadt, damit die Bewohner fliehen, um sicherzugehen, dass keine Soldaten hier sind, dass niemand hier ist, um eine Pufferzone zu schaffen. Die 75-jährige Valentina will trotzdem in Wowchansk bleiben. Unter Tränen verabschiedet sie ihre Nachbarin. In den letzten 2 Tagen und Nächten geht etwas Schreckliches vor sich. Möge Gott uns beschützen. Man legt sich hin und überlegt, ob sie einen jetzt töten oder in einer Stunde oder 3. Währenddessen meldet Russland die Einnahme von 5 ukrainischen Dörfern in Grenznähe. Die Ukraine versucht, den russischen Vorstoß zu stoppen, schickt Verstärkung in die Region. Unser Hauptaugenmerk liegt auf den Frontlinien, auf den Gebieten, in denen das Risiko russischer Offensivaktionen am größten ist. Ich bin jeder Brigade dankbar, die tapfer Stellungen verteidigt, Angriffe abwehrt und Besatzer vernichtet. Die Vereitelung der russischen Offensivpläne ist im Moment die wichtigste Aufgabe. Aber auch in Russland kommt es zu Explosionen. In Belgorod stürzt ein mehrstöckiges Wohnhaus nach Beschuss teilweise ein. Wer die Rakete abgeschossen hat, unklar. Die Russen machen jedenfalls die Ukraine verantwortlich. Medienberichten zufolge gibt es mindestens 3 Tote. Mehrere Menschen können noch unter den Trümmern liegen. Zum Gedenken an das Ende der Berlin-Blockade durch die Russen vor 75 Jahren erinnerte Verteidigungsminister Pistorius an die Solidarität der Alliierten. Er mahnte gleichzeitig internationale Solidarität in der Gegenwart an. Mit mehr als 270.000 Flügen der sogenannten Rosinenbomber hatten die Alliierten in den Jahren 1948 und 1949 die Versorgung Westberlins gesichert. Als Antwort auf die Einführung der D-Mark im Westen blockierte die Sowjetunion damals die Land- und Wasserwege sowie die Strom- und Gasversorgung. Die Ampel kommt in vielen Themen einfach auf keinen gemeinsamen Nenner und nicht zur Ruhe. Jetzt dreht sich der Machtkampf in der Regierung um das von Arbeitsminister Hubertus Heil und Vizekanzler Robert Habeck ausgehandelte Rentenpaket 2. Im Bundestag stößt das jetzt auf Widerstand. Dabei kritisiert allen voran die FDP-Fraktion den möglichen Anstieg des Rentenbeitrags um 20%. Darüber hinaus fordern die Liberalen die Möglichkeit auf einen freiwilligen Renteneintritt ab 67 Jahren. Außerdem fordern sie das Ende der Rente mit 63. Die SPD will von den Vorschlägen bislang nichts wissen. Ab Juni geht es in die Nachverhandlungen. 2 Wochen nach der Kalifatsdemo in Hamburg hat die extremistische Gruppierung Muslim Interaktiv gestern erneut in der Hansestadt mobilisiert. Die Auflagen der Behörden waren diesmal deutlich strenger, doch die Islamisten forderten trotzdem den Rechtsstaat heraus. Unser Reporter Tim Vincent Dicke war auf der Demo unterwegs und konnte mit vielen Menschen sprechen, die sich explizit gegen die Fundamentalisten stellen. Es ist eine Herkulesaufgabe für die Sicherheitsbehörden. Die Islamisten der Gruppe Muslim Interaktiv protestieren am Samstag erneut in Hamburg. Diesmal schaut die Polizei deutlich wachsamer hin. Den Teilnehmern ist untersagt worden, ein Kalifat in Deutschland zu fordern. Schilder mit dem Schriftzug "Kalifat ist die Lösung" gibt es nicht. Anheizer Rahim Boateng verlangt auf der Bühne zwar erneut einen Gottesstaat, allerdings außerhalb der Bundesrepublik. Vereine die Menschen in einem Kalifat, auf das wieder Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten und der islamischen Welt einkehrt und dein Wort zum Höchsten gemacht wird. Ja Allah, entblöße diejenigen, die falsches Zeugnis gegen die Muslime ablegen und die Menschen aufhetzen und gegeneinander ausspielen. Die Islamisten fühlen sich vom Rechtsstaat ungerecht behandelt und ihrer Meinungsfreiheit beraubt, versuchen sich an einer PR-Aktion. Was man jetzt sieht, ist eine klare Reaktion auf die Politik, eine klare Reaktion auf das Verbot, das Kalifat zu fordern. Wenn man einmal schaut, die Demonstranten haben nun Schilder hochgehoben, wo verboten und censored steht. Weiter fällt auf, wenn man einmal in die Menge blickt, man kann hier überall hinschauen, Frauen sind hier gar nicht mehr anwesend. Die Behörden hatten vorgegeben, dass es keine Geschlechtertrennung wie bei der vorherigen Kundgebung geben darf. Mit dem Ergebnis, dass fast überhaupt keine Frauen mehr zu sehen sind. Am Rand der Demo bleiben immer wieder Passanten und Gegendemonstranten stehen,
Viele haben eine klare Meinung. Das ist ja der Islamismus. Das zeigt ihn ja. Das zeigt ja dieses Perfide, dass Frauen überhaupt keine Rechte haben, dass es deren Freiheit beschnitten wird. Deshalb ist es so, dass wir gerade als Frauen unbedingt für die Freiheit hier einstehen müssen. Was mich so ein bisschen stört, noch zusätzlich an der ganzen Geschichte, ist, dass man halt kaum Gegenstimmen hört aus der muslimischen Community. Wenn die öfter auftreten, wird die AfD weiter Zulauf kriegen, fürchte ich. Die Demo-Teilnehmer dagegen verschlossen reden nicht mit der Presse. Am Ende des Protests zeigt sich die Polizei zufrieden, die harten Auflagen hätten Wirkung gezeigt. Ein größerer Eklat, an diesem Wochenende bleibt er aus. Ein riesiges Feuer brach in der Nacht zum Sonntag in einem Einkaufszentrum in Warschau aus. Es ist in der polnischen Hauptstadt eines der größten seiner Art mit fast 1400 Geschäftseinheiten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den Löscharbeiten sind fast 200 Feuerwehrleute beteiligt. Knapp 2 Monate lebte der Amerikaner Richard Slayman als erster Mensch mit einer transplantierten Schweineniere. Nun ist er im Alter von knapp 62 Jahren gestorben. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sein Tod auf die Transplantation zurückzuführen sei, teilten seine Ärzte mit. Slayman hatte die genetisch modifizierte Schweineniere nach dem Versagen eines menschlichen Spendeorgans erhalten. Die Transplantation eines tierischen Organs galt jahrzehntelang als unmöglich, weil der menschliche Organismus tierisches Gewebe sofort zerstörte. Aus der Slayman eingepflanzten Niere waren einige für den Menschen schädliche Gene des Schweins entfernt worden. Anlässlich des internationalen Muttertags hat der Papst heute alle Mütter gewürdigt und Applaus für sie gefordert. Wir denken mit Dankbarkeit an alle Mütter und beten auch für die Mütter, die in den Himmel gegangen sind und vertrauen allen Müttern den Schutz Marias an. Das sagte Franziskus nach seinem wöchentlichen Gebet an der Loggia des Peterdoms. Der Muttertag wird am 2. Maisonntag in mehr als 40 Ländern begangen. Anlässlich der Invictus Games besuchen Meghan und Prinz Harry gerade Nigeria. In der Hauptstadt Abuja besuchte das Paar ein Basketballcamp. Der Prinz demonstrierte dabei seine sportlichen Fähigkeiten. Zwar reisen die beiden nicht als offizielle Repräsentantin der britischen Krone nach Afrika. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wurden immerhin aber vom nigerianischen Generalstabschef eingeladen. Bei den Invictus Games handelt es sich um eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Veteranen, die Prinz Harry 2014 ins Leben gerufen hatte. Und damit kommen wir zum Sport. Der FC St. Pauli ist wieder erstklassig. Die Hamburger gewannen mit 3:1 gegen den VfL Osnabrück und können dadurch am letzten Zweitligaspieltag nicht mehr von den beiden direkten Aufstiegsplätzen verdrängt werden. Zuvor schon hat es Holstein Kiel geschafft, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Im ausverkauften Holstein-Stadion erkämpften die Störche ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Damit ist auch klar, dass der Tabellendritte Fortuna am 23. und 27. Mai in 2 Relegationsspielen noch um den Aufstieg in die erste Bundesliga spielen wird.